Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Also, ich habe für die Affen was vorbereitet. Wir haben ja momentan zwei Jungtiere und unser Chef, der Vater von den beiden, der ist momentan nicht ganz so entspannt. Und da das dann an dem Brett schon mal ein bisschen zu Zankereien kommt durch die Rangordnung, habe ich zwei verschiedene Sachen. Wir werden denen zuerst diese Kartönchen geben und diese Rohre. Die habe ich ausgekleistert und mit Mehlwürmern und mit Sämereien gefüllt. Die haben die einmal zur Ablenkung. Und dann haben wir dieses Brett. Das ist auch gefüllt mit verschiedenem Futter. Den Brei füllen wir jetzt als letztes noch ein. Und die können dann durch diese Löcher von der anderen Seite sich die Sachen da rauspulen und sich rausholen und bedienen. Und da das schon mal ein bisschen zu Schiebereien führt und ich nicht möchte, dass ein Jungtier dabei vielleicht von der Mutter fällt, lenken wir die im Moment immer ein bisschen ab. Also ich werde jetzt zuerst die Kartönchen drinnen verteilen, dann haben wir das schon mal ein bisschen entzerrt und danach hängen wir dieses Brett auf und dann können die von der anderen Seite sich die Sachen rausholen. Die wissen das schon, die kennen das. Das kommt immer im Wechsel, nicht jeden Tag, weil sonst macht das einfach langweilig. Ne? Deshalb müssen wir uns immer wieder was Neues überlegen. Gerade Kapuziner sind sehr intelligent. So, die wissen natürlich schon Bescheid, dass es was Leckeres gibt. Und ich bin aber immer noch mal gemein. Wir haben hier so Futterbälle, in denen wir auch immer was drin verstecken. Und der versucht jetzt schon zu angeln. Und dann können die sich das rausholen. Typische Elster. Hier kann man schön sehen, dass sich natürlich zuerst die Mehlwürmer da rauspulen. Ja, unsere Luzi und Engel haben Jungtiere. Das eine, das obere, ist vom 3.7. und unten, das ist vom 14.7. also circa 2 Wochen auseinander und entwickeln sich richtig gut. Das ist unsere Luzi. Sie hat ungewöhnlicherweise ihr Jungtier direkt auf den Rücken geschoben. Normalerweise bleiben die einen Monat am Bauch und werden es dann hochgeschoben. Aber sie hat es direkt am ersten Tag schon hochgeschoben und das Jungtier war auch kräftig genug, um sich zu halten. Engel macht das etwas anders. Das Jungtier ist ja jetzt fast 2 Monate und sollte eigentlich auf dem Rücken mittlerweile getragen werden. Aber sie selber trägt es nur vorne am Bauch. Wenn aber die Oma, die darf das zwischendurch auch schon mal tragen. Und wenn sie das trägt, dann trägt die Oma das immer auf dem Rücken. Die werden so circa 1 Jahr von der Mutter gesäugt. Und erst mit 1,5 sind die komplett entwöhnt. Das ist so ein Brei aus Banane, Haferflocken.
und den Mehlwürmern. Und wie man schön sehen kann, versuchen natürlich jeden einzelnen Mehlwurm da rauszutütteln, weil das einfach ihre Lieblingsspeise ist. Und er verscheucht sie jetzt vom Brett. Das ist wieder so ein Zeichen, dass er halt der Ranghöchste ist und er das Sagen hat. Die sortieren natürlich aus, ne, was die halt am liebsten mögen. Und wenn die denken, da ist kein Mehlwurm drin, dann sortieren die das aus, weil die natürlich am liebsten mögen. Die werden aber nachher hingehen, wenn sie keine Mehlwürmer mehr finden, und werden die Reste auch wieder vom Boden holen. So haben wir sie halt über einen längeren Zeitraum auch beschäftigt. Es ist aber auch so, dass gerade Kapuziner sich oft Futter nehmen, ein Stück Banane oder eine Nektarine reinbeißen und den Rest dann runterschmeißen. Da gehen die dann auch in der Regel nicht mehr dran, es sei denn, die hätten großen Hunger, sind halt sehr verschwenderische Tiere und plündern in Südamerika ja auch Plantagen, weshalb die halt in Südamerika oft nicht so gerne gesehen werden. Und da ist es wohl auch so, dass sie wegen des Fleisches bejagt werden. Die schimpft jetzt, ne? Weil sie möchte auch dran. Beeil dich mal. Aber doch, hat funktioniert. Er ist gegangen und jetzt kann sie auch an das Brett, aber sie guckt auch direkt, ne? Ob er auch guckt, damit sie direkt weglaufen könnte, wenn er schimpfen würde mit ihr. Aber scheint ganz entspannt zu sein. Er hat ja gesehen, dass genug da ist. Wenn da was weniger drin ist, dann kann das schon mal unentspannter sein. Typisch für Kapuziner ist halt auch der Greifschwanz. Das ist auch bei allen Neuweltaffen so, dass sie einen Greifschwanz haben, der als fünftes Bein praktisch mithilft, wobei der bei den Kapuzinern nicht ganz voll ausgeprägt ist, sondern die Kapuziner benutzen ihn eigentlich nur als stützende Hand und um sich abzuseilen. Andere Neuweltaffen, die benutzen den richtig auch, um Futter zu greifen oder sich beim Klettern. Das machen unsere Kapuzineraffen nicht. Und das können halt die Neuweltaffen. Wenn wir gleich zu den Javana gehen, das sind Altweltaffen, die haben das halt nicht. Die haben zwar auch einen langen Schwanz, was ungewöhnlich ist für einen Altweltaffen, da die eigentlich relativ viel aufrecht gehen, nicht so wie die Kapuziner sich auf allen Vieren fortbewegen. Da kann man das dann gleich auch nochmal, den Unterschied, so ein bisschen besser erkennen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.